einmal Meerjungfrau sein. Im Wieslepark in Worb in der Schweiz konnte dieser Traum jetzt in Erfüllung gehen. Außerdem hat heute eine der Teilnehmerinnen die Chance, eine Wildcard für die SeaStar Discovery 2016 zu gewinnen. Die SeaStar Discovery gilt als der härteste Model Contest des Planeten und neben besonderen Fähigkeiten unter Wasser wird von den Teilnehmerinnen vor allen Dingen Abenteuerlust erwartet. Insgesamt 8 Meerjungfrauen und sogar ein Meermann wollten an dem ersten professionellen Apnoe-Meerjungfrauen-Workshop und dem Unterwassershooting teilnehmen. Angeleitet werden sie dabei von der professionellen Apnoe-Meerjungfrau Nathalie und dem Unterwasserfotografen Jochen Frenzer. Ja, momentan muss ich sagen, bin ich noch so ein bisschen unter Strom, dass auch wirklich alles läuft. Und ja, ich bin gespannt, der erste Workshop, wie es dann den Tag über abläuft. Aber momentan ist er noch so ein bisschen unter Spannung. Nathalie Grande ist lizenzierte Trainerin für Apnoe- und Meerjungfrauentauchen. Als einzige Trainerin deutschlandweit hat sie eine Spezialakademie für Meerjungfrauen-Apnoe-Kurse eröffnet. Alle Workshop-Teilnehmer bekommen nach der Begrüßung ein ausführliches Briefing, was genau an diesem Tag auf sie zukommen wird. Natürlich gibt es für alle ein Meerjungfrauenkostüm und diese selbstgemachten Kostüme sind speziell. Also das sind unsere Trainingsflossen für die Meerjungfrauen. Die sind aus Badeanzugstoff hergestellt. Wichtig bei den Trainingsflossen ist, die müssen natürlich gut passen, die müssen eng anliegend sein. Aber die müssen natürlich auch einen guten Stretch-Anteil drin haben. Deswegen sind das Spezialstoffe direkt aus Spanien. Die sind sehr robust und haben sehr viel Stretch-Anteil, sind auch besonders dicke, kräftige Stoffe. Und was mir immer wichtig war, weil ich schon so lange als Meerjungfrau arbeite, mir ging es auch um die Optik. Ich habe einfach noch ein paar Extras mit eingearbeitet. Gerade bei den Unterwasser-Fotoshootings hier zum Beispiel würde man den Hacken im Kostüm sehen. Einfach ein bisschen Stoff drüber und schon sieht das wunderschön aus. Bei den Fotoshootings kann man das ein bisschen verspielt mitnehmen. Ne? Das andere, was noch wichtig ist, gerade wenn man jetzt so Figurprobleme hat, mal geht's rauf, mal geht's runter, sind halt überall noch Gummis eingenäht zum Verstellen vom Kostüm, dass man einfach nicht das Problem hat, das ich auch schon bei vielen Unterwasser-Meerjungfrau-Fotoshootings gesehen habe, dass einfach hier oben das Kostüm nicht anliegt, sondern beim Schwimmen zum Beispiel absteht so oder eben rumflackert, ist halt nicht so schön. Ja, und des Weiteren muss natürlich eine gute Monoflosse drin sein und das war's. Somit sind wir fertig als Meerjungfrauen, können loslegen. Danach geht es für alle erstmal zum Außenbereich des Schwimmbads. Hier sollen zunächst Atemübungen und unterschiedliche Trainingseinheiten absolviert werden. Im Workshop heute zeige ich den Teilnehmern alles Wichtige aus dem Apnoe-Bereich, Basis Atemübungen, Theorie. Dann fangen wir mit dem Statiktauchen an, das heißt, dass wir versuchen werden, so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben. Dann geht es in die Dynamik, das bedeutet Streckentauchen, die Teilnehmerinnen sollen so weit wie möglich kommen und danach geht es auch schon los zum Fotoshooting, erst in die Maske und dann sehen wir mal, ob sie das Erlernte gut umsetzen können. Heute bei den Atemübungen gelernt, die Vollatmung, das bedeutet, wir versuchen unseren ganzen Körper mit Luft zu füllen. Bauchatmung, die Rippen und dann die Lunge. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir 100% Luft und können natürlich auch gute Statikergebnisse unter Wasser erzielen. Mit diesen neuen Erkenntnissen geht es dann ab ins Wasser zur Statikübung. Jeder Einzelne soll jetzt die Atemtechniken anwenden und dann so lange wie möglich statisch, sprich ohne Bewegung, unter Wasser bleiben. Fast alle Teilnehmer erreichen hier schon beim ersten Versuch eine Zeit von über 2 Minuten ohne Luft und unter Wasser. Für viele eine ganz besondere Erfahrung. Es war in dem Sinne speziell, weil ich mal durch die Nathalie begleitet wurde und die Sicherheit hatte, jemand ist an meiner Seite. Und ganz wichtig war auch die Atemübung am Anfang. Diese ganze Theorie, die wir jetzt zusammen angeschaut haben. Und dann kommt schon der Moment, wo die Panik kommt, wo ich mir überlegt habe, was mache ich jetzt?
Und dann einfach habe ich versucht, die Angst zu überwinden. Spezielle Erfahrung. Danach schlüpfen alle in die Nixon-Kostüme und werden natürlich auch noch mit dem passenden Unterwasser-Make-up versorgt. Sie bekommt von mir jetzt ein Make-up, Wasser-Make-up, damit es auch richtig hält, beziehungsweise muss schon wasserresistent sein. Schöne knallige Farben, damit man das unter Wasser auch sieht. Das Wichtigste, es muss halten. Aber auch andere Dinge sind zu beachten. Eine Unterwasser-Foundation, damit das Unterwasser nachher hält. Genau. In der Zwischenzeit startet für einige Teilnehmer schon der Dynamikteil. Hier sollen sie lernen, wie eine Meerjungfrau zu schwimmen. Jeder einzelne Teilnehmer wird dabei von Meerjungfrau Nathalies persönlichem Sicherheitstaucher André begleitet, der alles genau im Auge behält. Ich finde, der Workshop hat bis jetzt mir relativ viel gebracht, atemtechnisch gesehen. Aber das Schwimmen fällt mir noch schwer. Die Delfintechnik habe ich nicht so intus, aber jetzt gehen wir essen und danach schauen wir, geht es ziemlich sicher besser. Es war sehr schwierig für das erste Mal. Sehr komisch. Und ich weiß nicht, so wie bewegen. Theorie ist einfacher als Praxis. Aber ich habe es dann noch ein paar Meter, hatte ich drauf, wie das funktioniert. Und ich glaube, beim zweiten Mal klappt es ein bisschen. Das ist super gut. Ich bin begeistert. Die Apnoe-Übungen haben prima geklappt. Die meisten sind über 2 Minuten gekommen, was eine echt sehr gute Zeit ist fürs erste Mal. Beim Dynamiktauchen jetzt haben wir noch ein bisschen so unsere Probleme. Aber das liegt daran, dass es schwer ist, alles miteinander zu verbinden. Jetzt das Nicht-Atmen, dann die perfekte Bewegung in der Flosse und dann noch vorwärts kommen. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwer, aber ansonsten, denke ich mal, sind wir gut vorwärts gekommen. Anschließend laufen die letzten Vorbereitungen fürs Unterwassershooting mit Jochen Frenzau. Ich suche mir ein Oberteil, das gut zu meiner Flosse passt. Also die sind eigentlich schon ehrlich. Ihr habt den Workshop mit Nathalie hinter euch gebracht. Ich hoffe erfolgreich, dass wir gleich ein paar super Fotos shooten können unter Wasser. Es geht jetzt gleich los. Ich sehe, die Muscheln sind schon montiert bei den Meerjungfrauen. Und ja, ich wünsche allen viel Spaß auch beim Shooting und dass wir ein paar coole Bilder mit euch hinkriegen. Dann ist es endlich soweit. Das Shooting kann beginnen. Ich freue mich jetzt unter Wasser zu sein und bin gespannt, wie die Mädels sich schlagen, nachdem sie mit Nathalie gerade ja ordentlich Statik und Dynamik geübt haben. Wird super spannend. Jochen Frenzer taucht mit seinem Equipment ab und jeder Workshop-Teilnehmer kann jetzt zeigen, was er oder sie gelernt haben, um ein unvergessliches Foto zu bekommen. Und es entstehen wirklich Wahnsinnsfotos. Tolle Erfahrung. Das Wassershooting für mich war sehr, sehr schön. Es hat super viel Spaß gemacht, aber es ist sehr anstrengend.
Zum Schluss gibt es natürlich auch noch einige Meerjungfrauen- und Meerjungmann-Gruppenbilder. Am Ende des Workshop-Tages sind alle mehr als zufrieden mit den Ergebnissen und jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebestätigung der einzig zertifizierten Apnoe-Meerjungfrauenakademie Deutschlands. Jetzt folgt der spannende Moment. Welche der Workshop-Teilnehmerinnen gewinnt die Wildcard für die SeaStar Discovery 2016? Wir haben zwei Kandidaten gehabt, die dafür in Frage kommen. Das sind Anja und Zora. Beide beim Posing-Shooting, beide sehr, sehr gut angestellt. Bei der Statikübung und bei der Dynamikübung hatten wir das Gefühl, dass Zora ein bisschen mehr Kontrolle über sich hatte als du. Und das ist halt auch sehr wichtig, wenn es dann in größere Tiefen geht. Und deswegen haben wir uns letztendlich entschieden, dass Zora die Welt kann. Die Jury hat entschieden. Zora. Sie hat jetzt die Chance, SeaStar Girl 2016 zu werden. Ich freue mich riesig, dass ich die Wildcard heute gewonnen habe für das SeaStar Discovery und ich hoffe, dass ich es bis nach Ägypten schaffe.